Einen schönen guten Morgen. Das ist schön, gemeinsam solche Lieder singen zu dürfen, vor allem weil sie Wahrheit sind, dass wir eines Tages mal frei von unserer eigenen Schuld, auch von der Sünde anderer, von dem Leiden, von Krankheit und von Tod, ungetrübte Gemeinschaft als erstes mit dem Herrn noch untereinander haben dürfen. Schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was das Thema für heute Morgen ist. Wisst ihr das? Ist euch vorenthalten worden. Ich weiß nicht, ob ihr gekommen wärt, wenn ihr wüsstet, was mir für ein Thema gestellt wurde. Ich soll über das Thema reden, wie man... Vielen Dank. Ach, das kriegen wir hin. Ich soll über das Thema reden, wie wir einander ermahnen. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, wer das ausgesucht hat, aber es wurde mir gestellt. Und ich möchte das in einem größeren Rahmen erstmal stellen. Denn dieses, wir sollen einander ermahnen, ist eine von über 70 Einanderstellen im Neuen Testament. Wer hat schon mal überhaupt diesen Ausdruck, außer den Schülern, die ich schon kenne, wer hat überhaupt schon mal den Ausdruck Einanderstellen gehört? Ganz ehrlich, die Hand hoch. Ich frage euch sonst nichts, nur ob ihr das schon mal gehört habt. Doch, nach dem Namen frage ich immer. Du bist ganz außen rechts. Okay, und dein Name? Rudolf. Ich habe es nicht akustisch, ich habe es nicht gehört. Rudolf, danke. Also du gehörst zu den ganz wenigen, die schon mal was von den Einanderstellen gehört haben, weil mit den Einanderstellen ist es so ähnlich wie mit dem Herz. Das Herz ist eines der am besten entwickelten Themen überhaupt in der Schrift. Wir haben es gestern gesagt, wir haben über 750 Stellen, Verse vorkommen in der Schrift, die vom Herzen reden. Und es ist traurig, dass wir, die wir eigentlich als Christen die Kernkompetenz haben sollten, über das Herz zu sprechen, so selten über das Herz belehrt werden. Ja, und schade, das hat natürlich dann viele Folgefehler, dass viel Veränderung vielleicht eher oberflächlich ist, eher äußerlich ist. Wir trainieren uns auch manchmal in diese Richtung. Ja, Hauptsache, ich sehe so aus, wie die anderen von mir das erwarten. Und dann packt mich keiner an und dann will keiner wissen, wie es mir wirklich geht. Aber das ist Gott ziemlich egal. Ja, was Gott wirklich will, ist, was du willst, was dein Trachten ist, nach was du wirklich strebst. Er will, und das ist eigentlich ein Segen, ich will dabei nicht drüber reden, aber es ist ein Segen, dass er uns nicht wie ein Dompteur irgendwie vergewaltigen möchte und zu besseren Schauspielern machen möchte für den Rest unseres Christendaseins hier auf der Erde, sondern er möchte, Christian, wirklich dein Herz verändern, dass du anders willst, dass du anders trachtest, dass du das wertschätzt, was Christus wertschätzt. Und dann wird die Nachfolge wesentlich leichter. Jemand hat mal gesagt, Heiligung ist eigentlich, dass man immer mehr das rauslassen darf, was wirklich drin ist. Weil wenn sich das, was drin ist, verändert, dann kann ich das auch nach außen zeigen. Ja, und der Rest, das ist mehr ja, irgendwie Menschenfurcht oder man wird von anderen Dingen begrenzt. Aber heute geht es um eine Einanderstelle. Der Rudolf hat schon mal von den Einanderstellen gehört. Über 77 Mal gibt es diesen Ausdruck einander im Neuen Testament. Ja, wir haben über 30 positive Einanderstellen, wir haben ein Dutzend negative Einanderstellen. Positive, was meine ich damit, ist zum Beispiel die wichtigste, die wird über 20 Mal genannt, wir sollen einander lieben. Dieser Ausdruck, einander lieben, kommt über 20 Mal vor. Warum am häufigsten einander lieben? Weil darin alle anderen zusammengefasst sind. Wenn ich dich wirklich liebe, dann werde ich dich auch, ihr sollt einander ermutigen, ihr sollt einander trösten, ihr sollt einander grüßen, ihr sollt einander aufnehmen. Oder negativ, ihr sollt nicht schlecht übereinander reden, ihr sollt nicht einander richten. Ihr sollt euch nicht miteinander vergleichen. Das sind negative Einanderstellen. Wenn ich Liebe füreinander habe, dann sind die anderen alle mit einbezogen. Ja, also diese Einanderstellen sind sehr ausführlich im Neuen Testament beschrieben. Und Römer 13, 8, ja, oder Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Einanderstellen reden alle von Gegenseitigkeit. Also dieses griechische Wort einander heißt,
also wir übersetzen, was wir mit übereinander, einander übersetzen, ist das Wort Allos. Und Allos heißt ein anderer. Ja, ich soll den anderen lieben, ich soll den anderen ermutigen, ich soll ihn trösten, ich soll ihn erbauen. Und interessant ist, dass die Griechen zwei verschiedene Worte für einen anderen haben. Also wir Deutsche, wir können nur sagen, ein anderer. Ja? Und ohne direkt zu unterscheiden, was wir damit meinen. Die Griechen sind da ein bisschen genauer und Gott wusste schon, warum er das Neue Testament auf Griechisch hat aufschreiben lassen, weil es so lehrlastig ist. Und da muss man schon oft sehr präzise sein. Und im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte für ein anderer. Da gibt es das Wort Allos und da gibt es das Wort Heteros. Allos ist ein anderer der gleichen Art. Heteros ist auch ein anderer einer anderen Art. Ja, ich habe immer mein Standardbeispiel. Ich bin mit einem Auto, nicht mit meinem eigenen, weil ich noch was abholen musste und das passt in mein unpraktisches Auto nicht rein. Ja, ich bin mit einem Auto von einem Bruder hier nach Bremen gekommen. Und als wir heute Morgen hier zur Stunde gefahren sind, saßen wir auch wieder in dem Auto. Ungleich schöner wie das, mit dem ich hierher gekommen bin, aber es hatte einen Lenkrad, es hatte ein paar Sitze, es hatte vier Räder. Das war ein anderes Auto, aber der gleichen Art. Einverstanden? Ja, meins war ein VW, das war ein feiner VW mit vier Ringen oder was ist da vorne drauf. Okay, aber jetzt stellt euch vor, der Klaus, der ist, darf ich das sagen, der ist Oligarch. Ja, muss man vorsichtig sein, welche Beispiele man heutzutage bringt. Und der Klaus, der ist, was weiß ich, wo du wohnst, der ist gestern Abend auch hierher gekommen, aber nicht mit seinem Auto, sondern mit seinem Hubschrauber. Ist ein Hubschrauber ein Fortbewegungsmittel? Selbstverständlich. Aber da seid ihr, glaube ich, einverstanden. Sein Ding, ja, hat noch nicht mal vier Sitze, hat kein Lenkrad, ich weiß gar nicht, wie man da zurechtkommen kann, hat Pedale, mit denen ich nicht weiß, wie ich mit umgehen soll. Das ist ein Fortbewegungsmittel, aber es ist definitiv ein anderes Fortbewegungsmittel einer anderen Art. Einverstanden? Und das können die Griechen schon im Wort unterscheiden. Ja, der Grieche würde sagen, der Waldemar hat ein anderes Fortbewegungsmittel als der Mike und der Klaus hat ein anderes Fortbewegungsmittel als der Mike. Und beim Waldemar würde er sagen Allos und beim Klaus würde er sagen Heteros. Soweit klar? Normalerweise strapazieren wir euch nicht so sehr mit Griechisch. Aber da, wo es drauf ankommt, darf man das ruhig mal machen. Denn, und jetzt kommt die Anwendung, wir haben 77 Einanderstellen, ungefähr, je nachdem, wie man zählt. Aber sagen wir, über 70 Mal die Aufforderung, wie wir als Geschwister in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Okay? Und ausnahmslos wird in diesen über 70 Stellen nur dieses Wort Allos benutzt und niemals Heteros. Und das spricht Bände, Christian oder Genri. Oder Rudolf oder Andreas. Ja, das spricht Bände. Denn das soll zeigen, ja, ich habe einen Dienst an dem anderen, ich habe eine Verantwortung für den anderen, aber der andere ist immer ein anderer der gleichen Art. Klingelt es langsam, versteht ihr, was gemeint ist? Der ist nie ein anderer der anderen Art. Das ist einer aus dem gleichen Fleisch und Blut wie wir oder wie du. Das ist ein begnadigter Sünder wie du. Ja, weder höher noch tiefer, der lebt aus der gleichen Gnade und ja, so musst du auch mit ihm umgehen. Das ist so wichtig, dass wir das im Kopf haben, wenn wir über das Einander ermahnen. Das ist auch eine Einanderstelle, die häufig vorkommt, wir werden das gleich lesen. Das müssen wir im Kopf haben, wenn wir über das Einander ermahnen sprechen. Weil, wer bist denn du mit dem schwarz-orange karierten Hemd? Das ist schön. Waldemar. Waldemar, wir sollen, wenn wir den anderen ermahnen, weil das ja ein anderer der gleichen Art ist, Allos, sollen wir ihm niemals den Kopf waschen. Du darfst niemals, wenn du zu einem Bruder gehst und siehst, hey, der läuft wirklich ein bisschen schräg, da ist was nicht in Ordnung, dann darfst du niemals zu ihm gehen und so wie ich jetzt hier auf einer erhobenen Kanzel auf den Bruder runterschauen. Das darfst du nicht. Weißt du warum? Es gibt nichts, was er tut, was du in deinem Herzen nicht schon längst getan hast. Vielleicht nicht in der Tat, aber von Herzen sowieso. Alle Sünde kann man zusammenfassen, 1. Johannes 2, Vers 16, die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches
und der Hochmut des Lebens. Das sind die drei Kategorien. In die drei Kategorien passt jede Sünde. Und in die drei Kategorien hast du und ich schon immer gesündigt. Die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Und so musst du deinem Bruder begegnen, besonders wenn du ihn ermahnen willst. Du musst mindestens auf der gleichen Stufe sein. Besser, du musst ihm die Füße waschen. Du musst von unten kommen, weil du ein Allos-Bruder bist. Du bist kein Heteros-Bruder. Es ist das gleiche Blut Jesu für dich geflossen. Du bist der gleiche Sünder wie den du jetzt ermahnen möchtest. Da ist nichts anders. Du bist ein Mitstreiter, du bist ein Mitstolperer auf den Weg in den Himmel und läufst nur durch die Gnade des Herrn. Amen? Amen. Ja, und so müssen wir einander begegnen. Und deswegen fand ich das angemessen, euch mal ein bisschen mit Griechisch zu quälen. Alle Einanderstellen reden von Allos. Wir haben nur Allos-Brüder. Wir haben keine Heteros-Brüder, als wäre ich jetzt hier eine andere Klasse. Ja, ihr behandelt mich anders, das habe ich ja gestern schon gesagt. Ich werde hier behandelt wie ein König. Ja, lieg in dem Bett, da kann ich mich 360 Grad drehen und passe immer rein. So riesig ist das Bett. Ja, hab einen Bad vom Feinsten. Ja, so schön. Ja, nur so schön die Toilette, die ich neulich montiert habe. Die ist jetzt auch so schön, weil sie neu ist. Aber sonst ist das alles alt bei uns. Aber ich bin nicht anders. Ich bin nicht anders. Täuscht euch nicht. Ich bin genau wie ihr. Ich kämpfe mit den gleichen Dingen. Ich brauche die gleiche Gnade. Ich habe die gleichen Niederlagen, die gleichen Nöte, die gleichen Ängste und die gleichen Sünden. Und trotzdem dürfen wir, ihr müsst das als Vorrecht begreifen, wir dürfen als Brüder einander ermahnen. Die Einanderstellen, das mache ich jetzt nur kurz, wir könnten auch mal ausführlich eine ganze Stunde nur über Einanderstellen reden. Die Einanderstellen reden auch davon, dass wir unbedingt einander brauchen. Schaut, wenn wir das sind alles Gebote des Herrn, das sind nicht gute Wünsche. Ja, einander lieben, einander ermutigen, ermahnen, trösten, grüßen mit heiligem Kuss ist übrigens auch eine dieser Einanderstellen. Das kannst du nicht im luftleeren Raum. Das kannst du nicht als Christ. Ich meine, euch brauche ich nicht anreden. Ihr seid hier in der Gemeinde oder Rudolf, du bist in der Nachbargemeinde irgendwo. Aber ihr seid alle Glied einer Gemeinde. Das ist gut so. Aber leider, besonders mehr vielleicht unter den Hiesigen als unter den Russlanddeutschen, hat sich schon lange dieser Irrglaube breit gemacht. Ach, solange ich an der weltweiten Gemeinde Jesu hänge, dann ist ja auch alles gut. Ja, ich bin ja Teil am Leib Jesu. Brauche ich wirklich eine Ortsgemeinde? Das ist alles so anstrengend. Die streiten sich so oft. Ja, und die kämpfen so oft und die haben so viele Regeln. Ich kann doch auch meine Gemeinschaft in der weltweiten Gemeinde Jesu haben. Es gibt Internet und YouTube, da gibt es sowieso viel bessere Prediger als hier bei euch vom Daniel oder vom Waldemar oder vom Andreas. David, Entschuldigung. Ja, vom David oder vom Waldemar und vom Andreas. Ja, mit der Zeit kriege ich es hin. Ja, Konstantin war mir ehrlich gesagt auch schon wieder entfallen, aber ich habe mir Hilfe geholt. Ja, es gibt das leider immer mehr, ja, dass Christen nicht mehr verstehen, wie bitter nötig sie die Gemeinde haben. Aber wenn wir Verständnis davon hatten, was für ein Umfang der Herr Jesus durch die Einanderstellen einen Dienstumfang der Gemeinde gegeben hat, wir kämen nicht im Traum darauf, auf die Idee zu glauben, ich könnte auch im luftleeren Raum als Christ existieren. Christsein ist kein Soloakt, das war nie so gedacht. Wir brauchen einander. Alles einander ist ja nicht nur ein Geben, das ist ja auch ein Nehmen. Ja, wenn du mich ermahnen sollst nach der Schrift, wenn du mich trösten sollst nach der Schrift, wenn du mich ermutigen und ermuntern sollst nach der Schrift, dann heißt das ja umgekehrt, ich brauche das. Der Herr Jesus hat das ja gesagt. Und wenn ich das nicht habe in der Verbindlichkeit einer Ortsgemeinde, dann bin ich freiwillig für den Widersacher. Das ist eine Vollkatastrophe. Auch wenn Gemeinde sehr mühevoll ist, das weiß ich. Und auch wenn es viel Streitigkeiten gibt, das weiß ich. Deswegen reden wir das ganze Wochenende über Konfliktlösung. Ja, das Beste kommt noch. Ihr dürft niemals zulassen, diesen Gedanken, ey, alleine wäre es viel besser. Ja, natürlich, alleine bin ich viel heiliger. Weil mir keiner mehr zeigt, wie ich wirklich bin, weil ich den Spiegel verloren habe. Ja, wir brauchen einander, unbedingt. Ja, das war nicht geplant, aber schlagt mal Hebräer 3 dazu auf. Da seht ihr eine dieser dringenden Aufforderungen des Hebräerbriefschreibers, wie sehr wir einander brauchen. Hebräer 3, Vers 13. Es ist noch kein Blätterwald, aber ich höre ein paar Bibeln. Das klingt gut. Hebräer 3, Vers 13, auch eine Einanderstelle, sondern ermuntert einander.
Seht ihr das Wort? Einander? Wieder dieses Allos. Ja? Einer auf der Stufe wie der andere. Ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Da ist so viel drin in dem Text, das ist auch mal was, Eugen, da solltest du mal eine Predigt drüber machen. Erstens, Sünde, das ist nicht erstens, aber ich habe jetzt keine gute Predigtgliederung, aber drin steckt in dem Vers, Sünde ist betrügerisch. Sünde ist betrügerisch, das heißt, was ist denn ein Betrug? Seid ihr schon mal betrogen worden? Wer ist schon mal betrogen worden in seinem Leben? Oh, ja, okay, ich auch. Ja, und noch schlimmer, noch nicht mal um mein eigenes Geld, sondern um das Geld der Gemeinde. Ein Bruder, der kein Bruder ist, denke ich, aber er hat sich als Bruder ausgegeben, hat uns damals während der Bauphase, und ich bin eigentlich der Hauptschuldige, weil ich habe mich betrügen lassen, um 10.000 Euro geprellt, weil er uns versprochen hat, irgendein Gewerk zu machen und wollte schon eine Vorleistung haben und hat er nie gemacht. Ja, mittlerweile hat er so viele Feinde, dass er das Land verlassen musste, weil sie ihm schon nach dem Leben trachteten. Ja, egal. Auf jeden Fall, das war echt eine bittere Erfahrung. Und wenn ihr das schon mal erlebt habt, getäuscht zu werden, was ist denn das Schlimme an der Täuschung? Natürlich, du ärgerst dich, dass du so dumm warst. Ja, das ist schlimm. Aber was ist noch schlimm an der Täuschung? Ihr habt euch ja alle gemeldet. Ja, die Enttäuschung, das ist eigentlich das Gute. Ja, du bist getäuscht und nachher bist du enttäuscht. Also Enttäuschung sind was Positives. Du bist nicht mehr getäuscht. Aber die Täuschung ist ja, du dachtest hundertprozentig, du bist auf der sicheren Seite, du bist auf dem richtigen Weg. Und nachher ja, wirst du in die Realität zurückgeholt und musst feststellen, nee, das stimmt gar nicht. Und das ist das Schlimme an der Täuschung. Keiner merkt das. Ich habe es auch nicht gemerkt. Er hat wirklich, das ist halt, Betrüger sind gut. Ja, das war ein super Schauspieler. Ja, und hat es gut hingekriegt. Und ja, wie gesagt, ich habe mich täuschen lassen. War auch eine Schuld bei mir. Ich glaube, ich habe zu wenig Gottvertrauen gehabt. Aber ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall. Und hier sagt der Hebräerbriefschreiber, Betrug der Sünde. Sünde ist von ihrer Natur her betrügerisch. Das heißt, sie täuscht. Du kannst es nicht erkennen. Du denkst, du bist auf dem richtigen Weg, aber du bist es nicht. Das ist Sünde. Unter anderem. Das ist ein Kernmerkmal der Sünde. Wie viele ja, streiten sich in ihrer Ehe und sind hundertprozentig davon überzeugt, das Problem sitzt neben mir. Aber du täuschst dich. Das Problem begegnet dir jeden Morgen über deinem Waschbecken. Außer beim Waldemar. Der ist so selbstlos, der hat gar keinen Spiegel über Waschbecken. Ich habe richtig Schwierigkeiten, meine Kontaktlinsen reinzukriegen. Nee, rein geht, raus geht schwierig. Ja, nee, rein habe ich dann im Schlafzimmer gemacht, da gibt es doch einen Spiegel. Also, Sünde ist betrügerisch. Und deswegen, was ist das Gegengift gegen diesen Betrug nach Hebräer 3, Vers 13? Einander. Ermuntert einander, solange es heute heißt, damit, das ist doch eine logische Folge, damit niemand durch den Betrug der Sünde fortgerissen wird. Das heißt, du mit dem blau karierten Hemd, du bist der Martin. Also hör mal, was frischer Wind hier in den Räumen. Bist du ein Russlanddeutscher? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Martin klingt echt wie neigeschmeckt, sagen die Schwaben. Wie bist denn du hier reingekommen? Nein, Scherz, Scherz. Martin, ja, wir brauchen einander, um gegen den Betrug der Sünde, kommst du hier aus der Gemeinde? Das ist ein gutes Zeichen, ja, dass ihr nicht nur reinrassige Russlanddeutsche seid. Ja, weil wir lieben alle den Herrn und da spielt es keine Rolle, welche. Eines Tages werden wir aus jeder Nation, aus jeder Sprache, aus jeder Rasse, werden wir zusammen den Herrn loben. Da können wir doch jetzt schon mal ein bisschen üben, oder? Gemeinsam. Nachher müssen wir es eh gemeinsam, dürfen es gemeinsam tun. Martin, wir brauchen einander, weil Sünde betrügerisch ist. Und du willst nicht betrogen werden, oder? Nein, keiner will betrogen werden. Und deswegen, bitte seh du so diese Gemeinde hier an. Ja, das sind alles unvollkommene Kadetten. Es gibt kein anderes Material. Bei uns in Hünfeld sind es die gleichen, glaub mir. Kannst gerne umziehen und denken, boah, die haben den Bike, das ist so toll. Ja, lern mich mal kennen, dann weißt du, ich bin aus dem gleichen Holz wie du, Fleisch und Blut. Und die anderen sind ganz genauso. Und trotzdem hat der Herr Jesus das so bestimmt, dass wir einander dienen sollen und das schützt uns vor dem Betrug der Sünde. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen. Ja, wie machen wir das? Wie ermahnen wir einander?
Was heißt das eigentlich, einander zu ermahnen? Übrigens, einanderstellen sind auch kein Selbstzweck. Ja, wenn ihr mal, macht das ruhig mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dann kriegt ihr eine Übersicht mit den 77 Einanderstellen, die ich gefunden habe. Und ihr könnt die alle mal studieren im Neuen Testament. Aber ich will euch schon eins sagen für euer Studium. Bitte glaubt nicht, die Einanderstellen wären jetzt so die Art Garant für ein glückliches Gemeindeleben. Also wenn wir das alles machen, dann wird alles gut. Ja, das mag wohl sein. Das glaube ich schon, dass wenn wir das wirklich mehr und mehr ausleben, dass es dann unter uns immer besser wird. Aber die Einanderstellen sind kein Selbstzweck, dass wir hier so eine Insel der Glückseligen bilden. Es wird zwar schöner werden, ganz sicher, aber im Grunde genommen, diese ganzen Einanderstellen, ich will euch gleich den Blick ein bisschen weiten für euer Studium, die Einanderstellen sind der Ausdruck, wie der Herr Jesus eigentlich mit mir und mit dir umgeht. Was ist der Sinn des Lebens? Wer war gestern bei der Jugend dabei? Christian habe ich gesehen. Oh, da hinten, euch habe ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Ich gucke immer nur so nach links. Wo seid denn ihr? Warum seid ihr da rechts? Die Aussatz? Nein, Scherz. Bei der Jugend haben wir doch gesprochen, was ist der Sinn des Lebens? Wer sitzt ganz hinten links, also von mir aus links, mit dem weißen T-Shirt? Du bist der? Alex. Alex, was ist der Sinn deines Lebens? Ganz genau. Danke, dass du das jetzt so wie aus der Pistole geschossen sagen kannst. Das ist der Sinn des Ganzen, dass Christus groß gemacht wird durch dein Leben. Das wollen wir nicht wirklich von Natur aus. Warst du auch nachmittags um sechs warst du auch schon da? Da hast du das Problem gesehen im Sündenfall. Seit dem Sündenfall wollen wir nicht mehr Christus verherrlichen, sondern für welche Herrlichkeit wollen wir wirklich leben? Für die eigene. Und das hört mit der Wiedergeburt nicht schlagartig auf, weil mit der Wiedergeburt, ja, bekomme ich den Heiligen Geist. Was will der Heilige Geist? Der will Christus groß machen. Das will er schon immer. Ja, ich darf nicht so viele Exkurse machen, aber ein kleiner Exkurs kommt jetzt wieder. Darf man zum Heiligen Geist beten? Könnten Sie doch schon gleich aufeinander losgehen, oder? So in der Gemeinde. Dann könnt ihr doch schon gleich zwei Lager bilden, oder? Darf man zum Heiligen Geist beten? Jetzt schockiere ich euch. Wisst ihr, was meine Antwort ist? Selbstverständlich darfst du zum Heiligen Geist beten. Wisst ihr, warum? Der Heilige Geist ist ganzer Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Der ist kein Gott dritter Klasse. Der Heilige Geist ist ganzer Gott. Es ist nicht die Frage, darf man zum Heiligen Geist beten? Wisst ihr, was die Frage ist? Will der Heilige Geist das? Das ist die Frage. Was will denn der Heilige Geist? Will er die Ehre für sich nehmen? Will er im Mittelpunkt stehen? Das will der Heilige Geist nicht. Was will der Heilige Geist? Der Heilige Geist will Christus groß machen. Er will Christus in den Ungläubigen erstmal offenbaren, ja, indem er sie von Sünde überführt und ihn als den eingeborenen Messias vor die Augen malt. Aber er will auch dann in uns, in unserem Leben, will er Christus groß machen. Und deswegen, ja, du darfst zu ihm beten, aber er will das gar nicht. Ja, du sündigst nicht, aber ist ein bisschen Zielverfehlung. Ja. Und was will der Herr Jesus? Der Herr Jesus will den Vater groß machen. Am Ende der Zeiten, lest 1. Korinther 15, da wird er die Gemeinde, euch alle, mich mit, ja, wird er nehmen und wird sich selbst mit der Gemeinde dem Vater übergeben. Und so wird Gott alles in allem sein. Das ist das ultimative Ende der Verherrlichung der Dreieinigkeit untereinander. Ja, das ist das große Programm. Ja, und ihr seid einfach so mit reingenommen und ich. Ja, im Grunde genommen geht es um die Verherrlichung Gottes. So, Alex, aber wir haben nach der Wiedergeburt immer noch das Fleisch in uns. Und das Fleisch, ja, Luther hat gesagt, ich wollte dieses Schwein ersäufen, aber die Sau kann schwimmen. Sorry für diese Kraftausdrücke, aber Luther hat vor 500 Jahren ziemlich deutlich geredet. Ja, die stirbt halt erst mit unserem letzten Atemzug, das Fleisch. Und das ist der Kampf, in dem du, Alex, und ich jetzt auch stehen. Ja, wir haben den Heiligen Geist in uns und der Heilige Geist will Christus groß machen. Aber wir haben auch das Fleisch in uns. Und was will das Fleisch? Ich rede gern so, weil ich denke, wenn ich mit Jugendlichen reden kann, dann versteht ihr das sowieso, ihr Älteren. Ja, was will das Fleisch? Das Fleisch will sich selber verherrlichen. Das will den Christian groß rauskommen lassen. Ich will im Mittelpunkt stehen. Ich will gesehen werden oder den Mike. Ja, ich will angebetet werden. Das ist das Böse, ja, des Fleisches. Und der Kampf ist einfach, ja, ist genau darin, ja, aus Liebe zu Christus, weil ich ihn besser kenne, mehr für ihn zu leben und immer weniger für sich selbst. Täglich sich selbst zu verleugnen,
ja, sein Recht selbst auf das Eigenleben aufzugeben und Christus groß zu machen. Und das enden wir hoffentlich morgen Abend mit, das ist kein Leben zweiter Klasse. Das ist das beste Leben ever. Das ist das Schönste, was es geben kann. Wer kennt schon Christian? Wer wird dich mal kennenlernen von diesen wie vielen Milliarden, die wir jetzt auf der Welt haben? Du bist ein Wurm und ich auch. Was ist das für eine Ehre, für so einen Wurm zu leben? Aber stell dir vor, Gott möchte, dass du so wirst wie sein eigener Sohn, dass du seinen Charakter annimmst, dass du so schön wirst wie Christus. Das ist herrlich, das ist ein herrliches Ziel, oder? Das ist wirklich Würde, das ist wirklich Herrlichkeit. Aber das beginnt erst nach unserem eigenen Tod, nach unserem eigenen Sterben. Wenn wir das kapieren, Mensch, es geht gar nicht um uns. Es geht darum, dass Christus in mir groß gemacht wird. Und das ist wir echte Schönheit. Ja, und das ist auch ein großer Segen nachher für deine Frau später oder für deine Gemeinde oder für alle Geschwister, die du triffst. So, also, das, also von daher, die, jetzt muss ich wieder einfangen, der Exkurs ist zu Ende. Die Einanderstellen sind nicht nur ein bloßer Selbstzweck, dass es uns schön gut geht hier auf der Insel der Glückseligen in Achim, sondern die Einanderstellen drücken eigentlich das Herz Jesu aus. Wenn ich mehr das tue, was die Einanderstellen von mir fordern, dann werde ich mehr wie Christus, weil Christus ist die Einanderstelle, wenn du willst. Er ist die fleischgewordene Einanderstelle. Wenn du sein Leben betrachtest, dann siehst du das alles, wie man ermahnt, wie man ermutigt, wie man tröstet. Ja, das kannst du an ihm lernen. Und wenn du das tust, dann wirst du, Martin, immer mehr wie Christus. Und das ist das Höchste deines Lebens. Was Schöneres gibt es nicht. Aber das ist wirklich herrlich, so zu werden wie Christus. Schön. Jetzt lese ich den Vers, über den wir eigentlich sprechen wollen, heute Vormittag. Und dann bete ich noch mal kurz mit uns und dann schauen wir uns den Vers an. Schlag mal Kolosser 3, Vers 16 bitte auf. Das ist unser Text. Kolosser 3, Vers 16. Und das ist eine dieser Einanderstellen, wo es um das Ermahnen geht. Kolosser 3, Vers 16. Da schreibt Paulus an die Kolosser, in Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch einander oder euch gegenseitig. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Lass uns nochmal stille werden. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir auch für diese Gnade, dass wir Teil deiner Gemeinde, Teil deines Reiches sein dürfen. Du kennst uns ja, du weißt ja, wer wir sind, du kennst unser Herz. Ja, wir danken dir auch heute Morgen einmal mehr auf Knien eigentlich, dass du uns gerettet hast, dass du uns begnadigt hast. Und du weißt, wie sehr wir alle auf Gnade angewiesen sind. Und Herr, du hast uns so viel Auftrag gegeben, wie wir auch miteinander umgehen sollen und unter anderem, dass wir einander ermahnen sollen. Du weißt, wie oft wir darin ja fehlen, wie wir oft wirklich auch darin sündigen. Nicht in dem, was wir falsch machen, sondern in dem, was wir nicht tun. Herr, du hast uns diesen Auftrag gegeben, einander zu ermahnen und wie oft tue ich das nicht, aus Menschenfurcht, aus Selbstsucht, weil ich keinen Stress haben will, du weißt das alles. Herr, hilf uns, dass wir das als etwas ja, Göttliches ansehen, so wie du in Liebe ermahnt hast, dass wir auch selber lernen, dir nachzutun und so uns um den Bruder und um die Schwester neben uns zu kümmern, dass wir dein Mund und dass wir deine Hände, dass wir deine Füße sind. Hab Dank für diesen Auftrag und du beauftragst uns mit nichts, was du nicht auch, wozu du uns nicht auch die Kraft gibst. Bitte schenk jetzt auch Gnade beim Reden, dass ich das sage, was dein Wort sagt, und schenk Gnade beim Hören, dass wir wirklich verändert von dir fortgehen, zu deiner Ehre. Amen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Diese Einanderstelle des Einanderermahnens wird häufiger im Neuen Testament erwähnt.
Kriegen wir das hin? Habt ihr Lesezeichen in eurer Bibel? Ja, wenn nicht, müsst ihr den Finger benutzen. Ansonsten legt jetzt mal ein Lesezeichen in Kolosser 3, Vers 16 und schlagt mal, und da könnt ihr das nächste Lesezeichen reinlegen, weil das werden wir auch nochmal heute anschauen, Römer 15, 14 auf. Römerbrief, Kapitel 15, Vers 14. Paul, du bist wirklich unschlagbar schnell, oder wer immer das heute macht. Heute macht es der Daniel. Du bist genauso schnell wie der Paul. Aber wir warten trotzdem ein wenig für den Blätterwald. Römer 15, 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das zweite Mal in diesen Einanderstellen, das es heißt, wir sollen einander ermahnen. Ich weiß nicht, ihr seid ja, die meisten sind Männer heute Morgen, drei geht, oder? Drei Sachen kriegen die Männer hin. Jetzt schlagt, aber macht das Lesezeichen bitte in Römer 15, 14. Und jetzt noch eine dritte Stelle, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Kolosser, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher. Das ist halt auch ein Nachteil, wenn man seine eigene Bibel benutzt, dann muss man auch die Reihenfolge der Bücher ein bisschen kennen, oder? Das ist kein Nachteil. Das Wertvollste, was es hier gibt, Konstantin, sind menschliche Seelen und das Wort Gottes. Also, 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Deshalb ermahnt einander, zum dritten Mal, ermahnt einander, und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Also das Neue Testament ist unmissverständlich. Wir haben alle als Geschwister in der Gemeinde den Auftrag, einander zu ermahnen. Wir kommen da nicht drum rum. Und deswegen ist es gut so, danke, dass ihr das Thema gestellt habt, wir müssen auch mal darüber reden. Wie ermahnt man denn jetzt eigentlich richtig? Wie macht man das denn? Ja, ich könnte das in einem Satz schon beantworten. Von wem müssen wir lernen, wenn es darum geht, einander richtig zu ermahnen? Wer ist unser ultimatives Vorbild? Wer hat das gesagt? Waldemar. Christus. Von Christus müssen wir lernen, wie man richtig ermahnt. Ja, nicht von manchem Bruder oder mancher Schwester in der Gemeinde. Das ist nicht immer das Vorbild. Aber Christus ist der Ratgeber wunderbar. Er weiß auf jeden Fall, oder er hat uns auf jeden Fall gezeigt, wie man richtig ermahnt. Tut mir echt leid, dass ich mir jetzt selbst widerspreche, aber es gibt noch eine vierte Stelle, die müsst ihr jetzt auch noch ertragen. Und jetzt müssen wir doch vier Finger in die Bibel stecken oder noch ein viertes Lesezeichen aufschlagen. Galater 6, Vers 1 muss auch noch sein, weil das auch noch eine ganz wichtige Stelle in dem Zusammenhang ist. Galater 6, Vers 1. Also ich habe in meiner Bibel, das ist halt ein Vorteil gegenüber euren elektronischen Dingern da. Wie kommst du jetzt ganz schnell wieder zurück zu allen vier Stellen? Geht das? Ja, also bei meiner geht das nicht, bei dir vielleicht schon, aber ich bin da nicht so weit. Ja. Galater 6, Vers 1. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser. Also Korinther, Galater. Galater 6, Vers 1. Und das ist meine Lieblingseinanderstelle, wenn es ums Ermahnen geht. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also da steht halt zurechtbringen, aber das ist im Grunde genommen auch ein Wort. Es gibt mindestens drei griechische Worte für ermahnen und das ist eins davon, zurechtbringen. Und gib dabei auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Vielleicht wirst du jetzt sagen, ey, wo ist denn hier das Wort einander? Martin, du bist sehr aufgeweckt, danke, dass du mich darauf hinweist. Ja, das ist im Vers 26. Lasst uns, die Kapiteleinteilung ist ja nicht von Paulus, die haben ja später erst Masoreten oder was weiß ich, Mönche dazugefügt. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden, sondern wir sollen einander im Geist der Sanftmut zurechtbringen. Ja, es ist eine Einanderstelle, auch wenn jetzt das Wort technisch nicht direkt in diesem einen Vers zu finden ist. Das war Galater 6, Vers 1. Ja, und es gibt noch viele weitere im Neuen, oder einige weitere im Neuen Testament. Ich lasse das jetzt mal weg,
einfach um der Zeit willen. Ich denke, ihr glaubt mir, dass das ein Befehl des Herrn Jesus ist für die Geschwister in der Gemeinde, dass wir einander ermahnen sollen. Einverstanden? So, und jetzt gehen wir durch mehrere Fragen durch, um dieses einander ermahnen zu erklären. Die erste Frage, die ich mit euch klären möchte, ist, was bedeutet das eigentlich, einander ermahnen? Oder man kann es anders sagen, was bedeutet es nicht? Weil ich glaube, von Natur aus denken wir falsch über das Ermahnen. Ja, beim Ermahnen denken vielleicht manche von euch mal so mit erhobenem Zeigefinger, dem anderen so richtig die Nase in den Dreck drücken. Jeder hat aber eine andere Vorstellung von Ermahnen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, an was du, Christian oder Henry oder Dennis oder Eugen oder du bist der? Daniel, habe ich dich gestern gefragt? Ah, siehst du, habe ich auch nichts vergessen, ausnahmsweise. Ja. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, wenn das Wort ermahnen in den Sinn kommt, an was du da denkst. Aber Fakt ist, wir haben nicht alle die gleiche Vorstellung und wir müssen uns auf den Nenner der Schrift bringen. Richtig? Wir müssen verstehen, was Christus mit ermahnen meint. Das ist unwichtig, was du und ich glauben. Ja, ich bin schon ermahnt worden in meinem Leben, bestimmt auf eine sehr, sehr feine und gute Art von Geschwistern. Aber ich weiß auch, ich bin ja erst später zum Glauben gekommen und ich war im Studium in Stuttgart und ist jetzt ein längeres Beispiel. Auf jeden Fall, da hat mich mal einer von den Professoren sowas von rund gemacht vor versammelter Mannschaft, vor anderen hochkarätigen Vertretern der Firmen und Studenten und Fakultäten. Ja, ich war da in so einem Kuratorium drin und ich dachte, das wäre was ganz ja, Ehrenhaftes, in diesem Kuratorium drin zu sein. Und dann wurde ich von diesem Professor Eisele, ja, der Herr habe ihn selig, ich habe keine Ahnung, wo er steht geistlich, aber ich wurde sowas von rund gemacht und auch, wie ich heute noch glaube, zu Unrecht, ja, der hat mich sowas von niedergemacht, ich war den Tränen nah. Ich war ein sehr junger Mann, ich kann heute noch schnell weinen, aber ich war sowas von fix und fertig. Das ist bestimmt nicht das Ermahnen, das Fertigmachen, so wie ich es da erlebt habe, von dem die Schrift hier spricht. Es gibt auch andere Beispiele, ja. Ich weiß nicht, wer hat schon Kinder von euch? Ja, habt ihr eure Kinder schon mal ermahnt? Gelegentlich. Ja, die sind ja Selbstläufer, gell? Die können sich ja selbst erziehen. Natürlich, ihr ermahnt die fast täglich, ja, fast minütlich. Aber die Frage ist, wie ermahnst du sie, Waldemar? Ja, bist du schon mal auf deinen Sohn, gut, du siehst jetzt nicht so aus, aber deswegen nehme ich mal dich, weil das ist sehr weit hergeholt. Bist du schon mal auf deinen Sohn losgegangen und hast ihn rund gemacht, weil er einen Mucks von sich gegeben hat, während du die Zeitung gelesen hast, beziehungsweise, jetzt darf ich es ja sagen, die Sportschau gesehen hast, oder? Als Beispiel. Ist das das Ermahnen, von dem die Schrift hier spricht? Ja, den Sohn so richtig an die Wand drücken, weil du deine Ruhe und deinen Frieden nicht bekommen hast? Nein, natürlich nicht. Aber machen wir das manchmal? Ja, das verstehen wir manchmal unter Ermahnen. Einfach nur unser eigenes Reich schützen, Alex. Ja, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und deswegen gehen wir manchmal auf andere los. Aber das hat nichts, ihr Lieben, mit Ermahnen zu tun. Oder ich bin da ja super vorsichtig und ich mache das kaum. Aber jetzt nehmen wir mal eine Schwester. Ja, du bist die Helena? Okay, Helena, hast du auch Kinder? Hast du Töchter? Ah, ja gut, die sind ja auch Selbstläufer, die müssen ja nicht ermahnt werden, so geistliche Frauen. Aber vielleicht, ganz hypothetisch, hast du schon mal eine deiner Töchter sonntagmorgens ermahnt, dass sie sich so nicht anziehen kann. Könnte sein, so meistens ab 13 geht das los, ja, dass der Rock einfach immer kürzer wird oder wie auch immer. Ja, und dann hast du gesagt, nee, also mit guten Motiven, das ist nicht keusch, so geht das nicht. Könnte ja sein. Ja, ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen. Ist einfach mal ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Aber die Frage ist, wie hast du das gemacht? Manche Mütter sagen zum Beispiel, oh, der Name ist zu kompliziert, ich habe wirklich nicht mehr drauf. Du bist die Olesja. Oh Mann, passt aber sehr gut zu Henry. Ist auch so kompliziert. Ja, Olesja, stell dir vor, deine Mutter hätte zu dir gesagt, hey, das kannst du mir nicht antun. So kannst du nicht in die Gemeinde gehen. Was sollen die Geschwister von uns als Familie denken? Ist bestimmt nicht passiert bei euch. Ist ja rein aus der Luft gegriffen. Aber ich sage euch,
das ist nicht das Ermahnen, wie der Herr Jesus das vorgesehen hat. Weißt du, was du dann gemacht hast, wenn du das so gemacht hast? Du hast sie bei ihrer Menschenfurcht gepackt. Ja. Das macht man nicht. Das ist, so ermahnt man nicht biblisch. Also es geht nicht nur mit Daniel, aber du bist auch so ein Milder, glaube ich nicht, dass du das machst. Aber Waldemar, du kannst auch mal hier kräftig auf den Putz hauen. Ja, also das ist falsch, ja, so mit Druck, Drall und Bewegung jemanden rund machen, wie das mir passiert ist. Aber mit Menschenfurcht, mit Manipulation, so soll man auch nicht ermahnen. Das ist nicht das biblische Ermahnen, von dem der Herr hier spricht. Ja, oder ich habe schon bei uns in der Gemeinde erlebt, wir haben einen Parkplatz, der gehört nicht uns, aber wir dürfen den sonntags benutzen. Der gehört der Stadt. Das Dumme ist nur, der Parkplatz liegt an der Hauptstraße, wo dann alle raus wollen, aber auch an der Einbahnstraße. Also direkt aus dem Parkplatz geht es auf die Einbahnstraße und hier ist schon die Hauptstraße. Und die Versuchung ist so groß, vom Parkplatz runterzufahren und nur mal kurz, ja, nur mal ganz kurz nach rechts abbiegen gegen die Einbahnstraße und dann ist man schon da, wo alle hinwollen. Denn wenn man das nicht macht, muss man einmal eine ganze Runde um diesen Block fahren. Und natürlich gibt es unter den Heiligen Hünfeld auch den einen oder anderen, der macht, ja, aber das ist ja nicht unbedingt das Schlimmste, das ist auch schlimm. Aber dann habe ich es erlebt, dass einer von unseren Brüdern auf den Bruder, der das gemacht hat, zugeht und macht ihm vor dem Gottesdienst, vor anderen, so richtig rund, ja, warum er sich nicht an die Verkehrsregeln hält, lautstark. Ist das das Ermahnen von dem der Herr Jesus? Habt ihr so den Herrn Jesus erlebt? Ich glaube nicht. Es gibt aber auch, ich will mal ein positives Beispiel bringen, es gibt auch, ja, Schwestern, ihr werdet jetzt mal rehabilitiert, es gibt auch die ältere Schwester in der Gemeinde, die geht auf eine jüngere Schwester in der Gemeinde vor dem Gottesdienst zu, nimmt sie ganz vorsichtig zur Seite, sodass kein Auflauf entsteht und sagt, du, ja, wenn du wirklich zur Ehre des Herrn laufen möchtest, dann musst du aufpassen, wie du dich kleidest. Ja. Wem willst du wirklich gefallen? Ja, willst du den Männern und damit dir selbst gefallen und dich selbst groß machen? Oder möchtest du den Herrn Jesus groß machen und deine Sexualität, die ein Geschenk ist für deinen Mann, bedecken vor den anderen Männern? Ja, wenn so eine ältere Schwester mit einer jüngeren Schwester liebevoll redet, am besten noch sagt, und weißt du was, ich kenne deine Kämpfe. Ich war selbst mal 16. Und ehrlich gesagt, ich war auch so drauf wie du. Ich war genauso drauf wie du. Und ich hatte eine ältere Schwester, die hat mit mir geredet und da bin ich heute noch dankbar für. Ist das biblisches Ermahnen, ich denke, kommt dem Ganzen schon wesentlich näher. Wir wollen, und das werden wir noch ausführlicher machen, wir sollen, wenn wir ermahnen, sollen wir zurechtbringen. Aber vielleicht erstmal noch eine Frage, die grundsätzlicher ist, wenn es um das, bevor es um das Wie geht, ist die Frage, was ist eigentlich der Gegenstand der Ermahnung? Was sollen wir eigentlich in dem Leben eines anderen zur Ermahnung bringen? Ja, soll ich zum Beispiel sagen, Dennis, also dieses Petrol, das ist das Allerletzte, das gefällt mir überhaupt nicht, so kommst du bitte nicht in den Gottesdienst? Nein, ja, versteht, das ist seine Sache, wie er sich anzieht, finde ich übrigens ganz schick, ja, aber das ist nicht der Gegenstand, worüber wir einander ermahnen sollen. Oder wenn es einfach nur Meinungen sind. Ja, wie oft streiten wir Brüder und ermahnen uns gegenseitig und das sind reine Meinungen. Ja, da muss jeder wirklich selbst seiner Meinung gewiss sein. Das sind keine Bereiche, die wir ansprechen sollen. Wenn wir das besser verstehen wollen und jetzt geht zurück zu unserer Kernstelle, dann sehen wir, die ist ja eingebettet, die steht ja nicht im luftleeren Raum. Geht mal zurück zu Kolosser 3. Kolosser 3 steht ja nicht irgendwie im luftleeren Raum. Ich habe den Vers so rausgegriffen, was man nie machen sollte. Man sollte, wenn man die Bedeutung eines Verses verstehen möchte, immer den Kontext anschauen. Was steht davor, was steht danach? Einverstanden? Und jetzt lese ich mal mit euch den Kontext von Kolosser 3. Ich fange ab Vers 5 an, was auch nicht ganz fair ist. Man könnte viel früher anfangen, aber das bringt uns schon ein bisschen weiter, wenn es um die Frage nach dem Kontext geht. Da sagt Paulus, tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt ihr auch alles dies ab.
Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus alles in allen. Ich muss mal hier einen Punkt machen. Paulus redet hier von Heiligung. Versteht ihr das? Tötet und legt ab. Das ist der erste Teil, weil jetzt ab Vers 12 kommt, zieht an. Also das Gegenstück dazu. Der Kontext ist Heiligung. Ja, alles, was Christus nicht gemäß ist, was seinem Charakter nicht entspricht, das soll ich töten und ablegen. Und alles das, was Christus entspricht, um ihn zu ehren in dieser Welt, das soll ich anziehen. Das soll ich um seinetwillen zur Schau stellen. Okay? Und das ist der Kontext von Ermahnung. Bei Ermahnung geht es nicht um Meinungsverschiedenheiten. Ja, zum Beispiel, soll ich mich impfen lassen, ja oder nein? Du brauchst mich nicht dazu ermahnen, mich nicht impfen zu lassen oder mich impfen zu lassen. Weil ich fest davon überzeugt bin, das ist eine Römer 14-Frage. Das ist eine Frage der christlichen Freiheit. Die einen werden sich so entscheiden, die anderen werden sich so entscheiden. Das gibt's. Ja, schon vor der Impfung zu Corona gibt's christliche Freiheit. Die einen entscheiden so, die anderen entscheiden so. Das ist niemals Gegenstand von Ermahnung. Der Gegenstand des Ermahnens muss die Heiligung deines Bruders und deines Schwesters sein. Das heißt, du musst eine Last dafür haben, dass dein Bruder oder deine Schwester mehr wird wie Christus. Dass sie Christus oder er Christus ähnlicher wird. Und das ist der Kontext, in dem das Ermahnen hier und an den anderen Stellen steht. Ablegen, ja, alles das, was nicht Christus gemäß ist, wie Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst, Lüge, schändliches Reden und so weiter. Und ich muss ihm auch helfen beim Anziehen. Ja, das ist der Modus der Veränderung. Ich muss Altes ablegen und ich muss Neues anziehen. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Und jetzt sagt Paulus, und das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Verstehen wir jetzt besser, was Gegenstand der Ermahnung ist? Ja, nicht die Meinungsverschiedenheiten oder ja, die Präferenzen oder die Geschmäcker, sondern wie, das muss der Gegenstand sein, wie kann ich meinem Bruder helfen, mehr wie Christus zu werden? Das muss Gegenstand der Ermahnung sein. Wie kann ich ihm helfen, Altes abzulegen und Neues anzuziehen? Sollen wir eine kurze Pause machen? Ja, wunderbares Lied. Du allein heilst uns durch Gnade, was sonst kein anderer kann. Wir werden auf das jetzt gleich zu sprechen kommen. Aber vorher die Frage, wer soll eigentlich diesen Dienst der Ermahnung tun? Ich glaube, an der Stelle ist die Frage schon fast überflüssig geworden. Aber wer soll eigentlich in der Gemeinde derjenige sein, der den anderen ermahnt, im Sinne von ihm hilft, auf dem Weg zur Christusähnlichkeit? Jetzt wird der Martin sagen, ist doch ganz klar, meine Ältesten. Dafür sind es doch Hirten, dafür sind es doch Vorsteher, oder? Das sollen die bitte schön machen. Dafür haben wir doch einen David und einen Andreas. Und habt ihr auch so ein paar älteste Anwärter? Gibt es das auch schon? Naja, ich will ja hier keine Unruhe stiften, aber solltet ihr unbedingt haben. Ja, ihr braucht unbedingt ja, weitere Älteste. Nicht, ich kenne euch gar nicht, ja, und ich sage das nicht wegen euch. Aber wenn ich sehe, wie viele ihr seid, dann seid ihr mit zwei Brüdern ganz schön herausgefordert. Und ihr müsst die Weichen für die nächste Generation stellen. Ja, nehmt bewährte Brüder, ich weiß nicht, wer bei euch bewährt ist, ihr wisst das. Nehmt bewährte Brüder ganz nah an euch ran. Lasst sie teilhaben an eurem Dienst. Ja, die fallen nicht vom Himmel. Gute neue Älteste müssen zugerüstet werden. Und ihr, ja, ihr habt das, ihr seid das Vorbild für diese Männer. Und ja, Andreas und David, ihr habt zweifelsohne als Hirten der Gemeinde die Verantwortung, Geschwister zu ermahnen, zurechtzubringen. Ja, also auf dem Weg zur Christusähnlichkeit. Aber wir haben ja heute Morgen keinen Ältestenkreis. Wir haben hier eine
eine offene Brüderversammlung, so nennen wir das mal, können wir uns dahinter verstecken, hinter unseren Ältesten, und können sagen, ja, also wenn da hier ein Bruder oder eine Schwester schräg läuft, das ist Davids Problem oder das ist Andreas Problem. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin nicht, ich übertreibe es jetzt mal, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Das ist ein böser Satz. Ihr wisst, von wem der kommt. Ja, das war Kain, nachdem Gott ihn in die Seelsorge genommen hat. Nein, das stimmt nicht. Alle einanderstellen, das habt ihr deutlich gesehen, zeigen klar, du hast Verantwortung für deinen Bruder. Und er übrigens auch für dich, sind einanderstellen. Ihr steht nicht übereinander. Ja, da gibt es kein Ranking in der Gemeinde. Und das glaube ich wirklich wahrhaftig. Ich muss ab und zu jemandem helfen, richtig zu laufen. Könnt ihr mich für beten? Ich habe jetzt gerade mit den Ältesten und mit den Diakonen gesprochen, dass ich mit einem Bruder bei uns in der Gemeinde reden möchte. Ist gar nichts so Schlimmes. Ja, ist keine grobe Sünde oder Unbußfertigkeit. Aber da ist heute schon absehbar, dass der nach den guten Diensten mit den falschen Motiven strebt. Ordnerdienst will er nicht machen, Kinderstunde will er nicht machen, Jugend will er nicht machen, aber predigen, das will er. Als ganz junger Bruder. Und da musst du heute die Weichen stellen. Der ist bewährt, der ist noch nicht bewährt, aber der ist begabt, das wollte ich sagen. Der ist hochbegabt, ist ein Käpsele, so wie der Christian. Ja, der hat wirklich was, weiß ich gar nicht, aber seine Nase sieht so aus. Oder ja, Klaus sieht auch so schlau aus. Ja, weiß ich nicht. Gott hat uns das gegeben, ja, können wir uns nicht für rühmen. Und das hat er auch. Aber es ist brandgefährlich. Das sehen wir momentan als Älteste. Wenn er den Kurs weiterfährt, in 20 Jahren werden das Brüder, die sind brandgefährlich für die Gemeinde Jesu. Weil die lassen sich von keinem mehr was sagen, sind total selbstherrlich und von sich selbst überzeugt. Und es geht nicht. Der Weg des Herrn ist der niedrige Weg. Wir sind Diener, wir sind Doulos, wir sind Leibeigene. Und wenn der sich zu fein ist, Ordnerdienst zu machen oder den Hof zu fegen, dann ist er ehrlich gesagt auch unbewehrt zu predigen. Was will er uns denn sagen? Zu was will er uns denn erziehen? Zu kleinen Königen, wie er das sein möchte? Das geht nicht. Und er könnte für mich beten, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ihm das liebevoll beizubringen. Ja, dass er Diener werden muss und kein Herrscher. Ja, aber Gott hat uns diesen Dienst gegeben, als Älteste. Aber nur den Ältesten. Nein, alle haben diesen Auftrag. Du bist deines Bruders Hüter. Schlag dazu, ich habe euch ja gesagt, ihr müsst die Finger drin halten, schlagt mal Römer 15, 14 dazu auf, nochmal. Da sagt Paulus, Römer 15, 14, ich bin aber meine Brüder, und jetzt, Entschuldigung, wenn ich wieder unterbreche, ihr müsst das Griechisch wieder ein bisschen verstehen. Das Griechisch ist stärker und umfangreicher als das Deutsch, aber an dem Punkt ist es ausnahmsweise mal ein bisschen limitierter. Es gibt im Griechischen kein Wort für Geschwister. Und deswegen lesen wir oft Brüder, dabei meint Paulus eigentlich Geschwister. Okay? Und du musst vom Kontext her auslegen, um was geht es jetzt? Geht es wirklich um die Männer? Ist es ein reines Männerthema? Oder geht es um die Gemeinde? Geht es um die Geschwister? Und das ist hier eindeutig, es geht um die Geschwister. Deswegen, es gibt manche Bibelübersetzungen, die gehen so weit, das ist natürlich dann schon Interpretation, und die schreiben hier, ich bin aber meine Geschwister, aber es ist eine richtige Interpretation, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, einander zu ermahnen. Wer hat den Auftrag, den Bruder zurechtzubringen in der Bank? Alle. Alle haben diesen Auftrag, ausnahmslos. Ihr dürft das nicht auf eure Ältesten abwälzen. Ihr seid hier, habe ich mir sagen lassen, ungefähr 250 Geschwister in der Gemeinde. Wie viel? 203, ja, du weißt es natürlich genau. Okay, aber ihr Lieben, das ist viel. Ihr seid viele. 200 Seelen. Glaubt ihr allen Ernstes, zwei Brüder können sich um 200 Seelen kümmern? Das geht nie und nimmer. Nach Epheser 4 ist der Auftrag der Ältesten nicht, den ganzen Dienst zu tun. Da geht er kaputt. Nach Epheser 4 ist der Auftrag der Ältesten, die Geschwister zum Dienst zuzurüsten. Das ist euer Hauptauftrag. Ihr dürft nicht so viel, das ist nämlich mein Problem, ich weiß, von was ich spreche, wir dürfen nicht so viel selber machen. Wir müssen andere machen lassen, indem wir sie zum Dienst zurüsten. Und so müsst ihr auf eure Ältesten schauen. Die sollen dir, Martin, helfen, dass du ein besserer Ermutiger und Ermahner für den Dennis wirst.
So läuft's. Okay, aber nicht einfach zum Andreas gehen und petzen. Ja, das ist sowieso immer falsch. Das werden wir nachher noch bei der Konfliktlösung lernen. Entweder du deckst was in Liebe zu, wenn du siehst, dass, wer sitzt neben dir? Viktor. Ja, dich hatten wir schon, stimmt. Wenn du siehst, dass der Viktor ein bisschen schräg läuft, gibt es nur zwei Möglichkeiten, Martin. Die eine Möglichkeit ist, entweder du deckst das in Liebe zu, weil du weißt, ach, mit dem Viktor habe ich schon so oft darüber geredet, der weiß auch, dass das schräg war, der kommt da recht schnell zur Erkenntnis, ja, das können wir in Liebe zudecken. Oder du deckst es in Liebe auf. Und zwar vor wem? Nur vor dem Viktor. Du gehst nicht zum Andreas oder zum David und petzt. Ja, sondern du gehst zum Viktor und versuchst, ihm zu helfen. Das ist biblisch, im Kleinen, ja, weil du bist ein Allersbruder. Du hast selbst schon alles das verkehrt gemacht, was der Viktor gerade schräg, wo er schräg läuft. Und deswegen solltest du ihm helfen können, die Füße zu waschen, nicht den Kopf. Okay, ein Vorbild sein. Also, wer ist berufen, diesen Dienst zu tun? Ihr alle, ihr Lieben, und auch ihr Schwestern. Natürlich, Älteste sollen das tun, aber Männer sollen das mit Männern tun, Frauen sollen das mit Frauen tun. Und nach Titus 2 wissen wir, ihr älteren Männer, ich weiß nicht, wer sich jetzt angesprochen fühlt, aber bist du selber schuld, wenn du sagst, ja, ich bin's. Ja, ihr älteren Männer habt grundsätzlich nach Titus 2 den Auftrag, die Jüngeren zu ermahnen. Das ist natürlich, ja, in der Familie. Die Eltern sollten ja reifer sein in Christus und sollten die Jüngeren ermahnen können. So. Und jetzt, wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ich denke, wir haben eh schon überzogen, ich nehme noch jetzt eine Viertelstunde, ist das okay? Weil das Wichtigste haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen. Wie geschieht das jetzt wirklich? Wir werden da noch in der biblischen Konfliktlösung sehr ausführlich drüber reden, aber ich will euch wenigstens die Grundlagen von der Schrift her aufzeigen. Schaut mal in Römer 15, 14, nochmal dieser Vers. Und wir könnten auch die andere nehmen, wie Galater 6, Vers 1. Da heißt es: Ich bin aber, meine Geschwister, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst, und jetzt kommen die zwei Merkmale, voller Güte seid und voller Erkenntnis und dadurch fähig, einander zu ermahnen. Was sind die zwei Grundvoraussetzungen, dass du ein guter Ermahner in der Gemeinde wirst? Nach der Schrift, nach Paulus, nach dem Wort Gottes. Du musst voller Güte sein und du musst voller Erkenntnis sein. Das sind die zwei Voraussetzungen. Wenn du, wir können das ermahnen nennen, wir können es auch zurechtbringen nennen. Tut mir leid, ich habe das vergessen. Ich wollte am Anfang eigentlich auch über den Begriff noch besser reden. Ich habe euch kurz angedeutet, ermahnen wird im Griechischen mit drei verschiedenen Worten beschrieben. Könnt ihr euch erinnern? Habe ich kurz fallen lassen. Das ist das Wort nuteteo oder parakaleo oder Kartatizo. Ich will euch nicht mit Griechisch quälen und ich will auch nicht mein Griechisch zur Schau stellen, weil da gibt es nicht viel zur Schau zu stellen. Aber es ist schon sinnvoll, manchmal diese Worte ein bisschen zu studieren. Nuteteo redet wirklich von dem, was vielleicht jeder unter Ermahnen versteht. Mit Nachdruck jemanden versuchen zurechtzubringen. Ja, mit Nachdruck. Da ist der Zurechtbringen. Ja, da läuft jemand falsch und man will ihn mit Nachdruck auf die richtige Spur bringen. Das ist nuteteo. Aber das ist nicht das einzige Wort für ermahnen. Es gibt auch parakaleo, da kommt auch paraklet her, das Wort Tröster, ja, für den Heiligen Geist. Dieses parakaleo, das zeigt, wie dieses Ermahnen geschieht. Das muss ein tröstendes, ein um den Arm legen, ein, hey Waldemar, ich bin einer von dir. Ich bin nicht besser als du. Ich habe das alles schon gemacht, wo du gerade drin steckst. Ja, das ist dieses Parakaleo, dieses tröstende Element. Und das dritte ist das Katatizo. Sorry, wenn ich jetzt abgekommen bin von dem Eigentlichen, aber das wollte ich euch am Anfang sagen, hatte ich vergessen. Und das dritte Element von Ermahnen ist Katatizo. Und das müsst ihr auch gut verstehen. Schlag bitte Markus 1, Vers 19 dazu auf und dann versteht ihr perfekt, glaube ich, was der Heilige Geist, warum er dieses Wort Katatizo genommen hat. Markus-Evangelium, und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum nimmt er diesen Vers? Aber da ist dieses Wort Katatizo, was sonst für die Brüder ermahnen benutzt wird. Okay? Das wird jetzt hier auch benutzt und da steht in Vers 19, als er, der Herr Jesus, ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze
ermahnten. Ist kein Witz. Das ist das gleiche Wort. Da steht Katatizo. Was in Galater 6 steht, ja, bringt ihr einen Geist im Geist der Sanftmut wieder zurecht, wenn jemand vom Fehltritt übereilt wird. Und hier wird auch gesagt, wie sie die Netze ermahnten. Natürlich macht es keinen Sinn, ermahnen zu schreiben, und deswegen hat der Übersetzer ausbessern geschrieben. Aber das zeigt euch, Konstantin, was die dritte Facette des Ermahnens ist. Ja, das ist dieses Zurechtbringen, das ist dieses Tröstende, um den Arm legen, auf der gleichen Stufe zurechtbringen. Und das dritte Element ist, es ist ein gebrauchsfähig machen. Schaut, die Netze, warum werden Netze geflickt? Warum haben die Jünger dort gesessen und haben die Löcher der Netze gestopft? Warum? Das ist ganz einfach. Wenn du es nicht machst, dann flutschen die dicksten Fische durchs Netz, ja, und dann ist das Netz nicht mehr gebrauchsfähig. Dann kann man es nicht mehr einsetzen. Und das nehmt bitte noch mit. Ich habe schon euch so viel um die Ohren geworfen, aber das nehmt heute Morgen noch mit. Ja. Ermahnen muss das Ziel haben, den anderen gebrauchsfähig zu machen. Und das macht es wirklich gesund. Ja, ich will dem Klaus nicht eins über die Rübe ziehen. Das ist so verlockend für uns Sünder, den Konstantin so richtig fertig zu machen. Warum? Weil dann mache ich mich ja größer, ohne dass ich auch nur ein Wort über mich selbst verliere. Das ist kein biblisches Ermahnen. Biblisches Ermahnen muss im Auge haben, den anderen wieder gebrauchsfähig zu machen. Du gehst nicht richtig mit deiner Frau um, der Klaus sieht das und der Klaus redet mit dir wie ein Bruder, der selbst schon die gleichen Sünden begangen hat, um dich wieder gebrauchsfähig zu machen für das Reich Gottes. Dass du ein Vorbild wirst für deine Frau, für deine Familie und für die Gemeinde und für andere, damit du Christusgemäß wirst. Das muss das Ziel sein. Wenn du ein anderes Ziel hast, Klaus, bitte rede nicht mit dem Konstantin. Ja, lass es lieber. Das geht schief. Zurechtbringen, das muss das Ziel sein. Ja, wir wollen jemanden wegreißen von dem Betrug der Sünde. Das hat was mit Nachdruck zu tun, Nuteteo. Es hat was mit Liebe und Trost und Dringlichkeit zu tun, Parakaleo, wie der Heilige Geist mit uns umgeht. Und es hat was mit Ziel zu tun. Wir wollen jemanden wieder gebrauchsfähig machen. Du sollst wieder Christusähnlich werden. Du bist keine Ehre für Christus, wie du gerade mit deiner Frau lebst. Und das sieht der Klaus und der will dir einfach helfen, wieder gebrauchsfähig zu werden. Okay? So, und wie soll dieses Ermahnen jetzt stattfinden? Und das ist der letzte Punkt. Schaut diese zwei Voraussetzungen an, die Paulus in Römer 15, Vers 14 nennt. Ich bin aber überzeugt, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen, wenn ihr voller Güte und voller Erkenntnis seid. Ich sage jetzt mal was Selbstkritisches. Ihr habt ein paar Brüder und Schwestern vielleicht auch, weiß ich nicht, aus eurer Gemeinde, die sind gerade Schüler am EBDC. Auch Schwestern? Ja, okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, fällt mir jetzt ein, Genri ist Schüler gerade am EBDC und Simon ist Schüler am EBDC. Aber ihr dürft nicht dem Irrtum erliegen, man muss ans EBDC gehen und da 2 Jahre Seelsorge studieren, um ein richtiger Ermahner werden zu können. Das ist ein Irrglaube. Wisst ihr, was die einzige Voraussetzung ist, um ein guter Ermahner, Zurechtbringer, Tröster zu werden? Die Paulus hier nennt. Du musst voller Güte werden und voller Erkenntnis sein. Voller Liebe, voller Gnade auf der einen Seite, und das kann dir das EBDC auch nicht unbedingt bringen, ja, und auch voller Erkenntnis, voller Einsicht sein. Und ich habe mir vorgenommen, ich weiß nicht, ob das geht, in den letzten Minuten euch ein Beispiel vom Herrn Jesus zu zeigen, wie er das gemacht hat. Wir können es jetzt nicht lesen, weil das ist ein sehr langer Text, über 30 Verse, aber ich gehe einfach davon aus, wer sich am Samstagmorgen aufmacht und hier was übers Ermahnen hören will, der kennt die Bibel schon ein bisschen besser. Ihr kennt alle die Begegnung des Herrn Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, oder? In Johannes 4. Diese Frau war eine stadtbekannte Sünderin, weil ihr wisst, was ihr Problem war, oder? Was war ihr Problem, Andreas? Ganz genau. 5 Männer hast du gehabt. Und sie hat nicht 5 gehabt, sie hat 6 gehabt. Weil der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Mann. Richtig? Es war eine stadtbekannte Fremdgängerin. Ich weiß nicht, ob Hure gerechtfertigt ist, aber die hat ein Lotterleben geführt. Und das war stadtbekannt. Und besonders war, Andreas, sie wusste das auch selber. Wisst ihr, woran man das sieht? Weil sie voller Scham war. Mittags um 12, bei der Gluthitze,
geht sie zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Warum macht sie das mittags um 12? Weil sie keinen anderen sehen wollte. Sie wusste ja, wer sie war. Und jetzt lernt bitte von diesem Ratgeber wunderbar. Der Herr Jesus wird Ratgeber wunderbar genannt. Von ihm müssen wir lernen, wie man einander ermahnt. Und wenn jemand voller Güte und voller Erkenntnis war, so wie es für uns geboten ist, wenn wir gute Tröster, Ermahner, Ermutiger sein wollen, dann müssen wir so werden wie der Herr Jesus. Wie hat er das angepackt? Du musst jetzt, wir kennen uns ja nicht, deswegen, Andreas, du hast schon so viele Brüder hier gelitten, jetzt musst du mal ein bisschen dran glauben. Andreas, stell dir mal vor, du als Ältester triffst auf so eine Schwester in deiner, mit Anführungszeichen, Gemeinde. Dir kommt zu Ohren, da gibt es eine Schwester, die hat schon 5 Männer gehabt und der, mit dem sie jetzt, sorry für den Ausdruck, rumhurt, ist auch nicht ihr Mann. Jeder Geschlechtsverkehr vor oder außerhalb der Ehe ist Hurerei nach der Schrift, nach Gottes Maßstab. Und jetzt hast du so eine Schwester. Oder ich kann den Finger auch auf mich zeigen. Ich bin auch im Ältestendienst bei uns in Hünfeld. Und jetzt haben wir so eine Schwester und wir kriegen das zu Ohren. Wie würden wir mit... Und jetzt, du kannst es ja nicht durchgehen lassen, oder? Nee. Bist du scharf auf so ein Gespräch? Freust du dich auf solche Gespräche? Das könnt ihr wissen, ihr Lieben. Kein Ältester freut sich auf solche Gespräche. Aber du musst zu ihr hingehen. Aber wie macht man's? Wie redet man mit ihr? Und ich kenne dich ja gar nicht. Ja, ich schiebe dir das jetzt einfach mal in die Schuhe. Wisst ihr, wie groß die Versuchung ist? Wir hatten mal so einen Fall. Wir hatten einen Bibelschüler am EBTC. Da war so eine Frau, die lebte in Unzucht oder war drauf und dran, in Unzucht zu leben. Und dann schreibt er mir eine E-Mail und sagt, hier, da und da sind die Bibelverse, ja, wo es um Unzucht geht. Und das will ich ihr sagen. Und du sollst mir jetzt sagen, ob ich das richtig mache. Also immerhin hat er vorher gefragt. Ich weiß nicht, warum er mich gefragt hat. Er hätte eigentlich seine Ältesten fragen sollen. Ja, wir sind keine Ersatz für Gemeinde. Ja, wir sind nur Diener der Gemeinde am EBTC. Und wenn wir die Rolle aufgeben, euch zuzuarbeiten, dann haben wir unseren Sinn verloren als Bibelschule. Wir müssen Dienerin der Ortsgemeinde sein. Also wir sind nicht Konkurrenten. Und hat es richtig, er hat klare Verse. Also die wollte ein Verhältnis mit einem Ungläubigen eingehen. Und was zitiert er? 2. Korintherbrief, ja, zieht nicht am Joch mit Ungläubigen. Und er wollte mich fragen, ob er die Sache richtig angeht, ob das der richtige Vers ist. Was würdest du ihm sagen, Andreas? Macht man das so? Geht man so auf diese Schwester zu? Du merkst schon, ich will woanders hin, deswegen sagst du nein. Aber ihr Lieben, die Versuchung ist so groß, jemanden einfach nur direkt auf seine Verfehlung anzusprechen. Und zwar auf der Oberfläche. Was du gerade siehst, oder du auch, David, was wir sehen als Älteste, das ist doch nur die Oberfläche. Diese Frau will mit einem Ungläubigen zusammen ein Leben leben. Das ist doch nur die Oberfläche. Das ist eine faule Frucht in ihrem Leben. Richtig? Das ist aber nicht das, was du wirklich ansprechen sollst. Was sollst du denn ansprechen? Du sollst das Herz ansprechen. Da haben wir gestern von gesprochen. Wir sollen aufs Herz gehen. Du musst dir die Frage stellen, warum ist diese Schwester so weit gekommen in ihrem Leben, dass sie sich wirklich ausmalt, ein Leben zur Ehre des Herrn mit einem Ungläubigen führen zu können? Das muss deine Frage sein. Und du musst jetzt, und da kommst du tiefer als einfach nur die faulen Früchte. Und dann musst du aufs Herz kommen und musst dir die Frage stellen, warum ist sie so weit gekommen? Was hat sie dahin getrieben? Und so musst du voller Güte und voller Erkenntnis sein. Und vom Herrn Jesus können wir lernen. Wie hat denn der Herr Jesus, jetzt nehme ich mal den Scheinwerfer ein bisschen von dir weg, Christian, wie hat denn der Herr Jesus mit der Frau geredet? Weißt du das? Ich denke, mit dir kann ich das machen. Hat er sie direkt darauf angesprochen, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann? Genau. Warum hat er das gebeten? Er war ja schon lange noch da, hat schon einige Zeit gewartet auf seine Jünger, bis sie wiederkommen. Er hätte ja sich selbst schon Wasser schöpfen können. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Richtig, er hat erstmal diese Kluft überwunden. Er Mann, sie Frau, er Jude, sie Samariterin, er Gott, sie Sünderin. Das musst du auch. Du musst die Kluft erstmal überwinden. Und für dich ist es viel leichter, weil du bist ein Sünder wie die Frau oder der Mann, mit dem du gerade redest.
Du bist ja sowieso schon auf einer Stufe. Der Jesus, der war ganz oben und hat sich selbst erniedrigt. Wir müssen uns gar nicht erniedrigen. Also ja, er hat als erstes Zugang zum Herzen geschaffen. Du musst Zugang zum Herzen haben. Wenn Martin, der Viktor, nicht hundertprozentig weiß, dass du es gut mit ihm meinst, dann ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Deswegen, wenn ihr ermahnt, redet immer in der Wir-Form. Redet nicht in Du. Du bist doch genauso einer. Alos, du bist aus dem gleichen Holz. Rede in der Wir-Form. Wir können sowas nicht machen. Wir dürfen sowas nicht machen. Wir können dem Herrn so nicht begegnen. Oder wir können ihm so keine Ehre machen. Und fang am besten mit einem Beispiel aus deinem eigenen Leben an, wo du die gleiche Sünde begangen hast wie der Viktor. Das ist ein Türöffner zu seinem Herzen. Hat der Herr Jesus gemacht. Aber warum? Also das war das Erste. Aber ist er dann direkt zu 5 Männer hast du gehabt gekommen? Nein. Warum fragt er sie denn, bitte gib mir Wasser? Das ist eine Gegenstandslektion. Warum nimmt er diese Gegenstandslektion? Warum redet er von Durst und Durst stillen? Amen. Habt ihr das gehört? Der Herr Jesus sagt zu der Frau, Frau, ich kann deinen Durst, und zwar deinen geistlichen Durst stillen. Er kommt von diesem physischen Durst, Wasser in der Wüste, ja, da braucht man halt was zu trinken. Und er kommt von dem physischen Durst und kommt zu dem Thema, Johannes 4 ist es, zu dem geistlichen Durst. Ja, und sagt, gut, warum sollen wir so viel übers Wort reden? Lasst es uns kurz aufschlagen. Johannes 4, Vers 10, das ist die Schlüsselstelle. Da sagt der Herr Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau ist ein bisschen konsterniert und versteht noch nicht richtig, von was er spricht. Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Das hat sie noch nicht kapiert, was der Herr Jesus jetzt eigentlich meint. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Und der Herr Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem physischen Wasser trinken wird, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Christian, der Herr Jesus hat als erstes Zugang zu ihrem Herzen geschaffen. Ist auf sie zugegangen, er hat sich gedemütigt, hat mit einer Samariterin, die waren geachtet wie Hunde bei den Juden, hat mit einer Samariterin geredet und hat er als Gott, ja, wie er das auch für dich und mich am Kreuz getan hat, hat den Weg bis runter zu uns Sündern beschritten und ist selbst zur Sünde geworden. Ja. Also das ist, er hat Zugang zu ihrem Herzen. Aber das Zweite, was er jetzt macht, und das nehmt bitte noch mit und dann machen wir wirklich Schluss für heute Vormittag. Das Zweite, was er tut, ist, er drückt die Nase nicht in den Dreck ihrer eigenen Sünde, die man an der Oberfläche sehen kann. 5 Männer hast du gehabt, das kommt noch. Aber das Erste, was er macht, ist, er belehrt sie über ihr eigenes Herz. Er sagt zu ihr, Frau, du hast Durst, aber du versuchst diesen Durst an der falschen Stelle zu stillen. Du denkst, dein Lebensdurst, der wird im Sex mit verschiedenen Männern gestillt. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Irrtum. Was du brauchst, ist nicht eine horizontale, sorry für diese Doppeldeutigkeit, aber das ist nun mal wahr. Du kannst deinen Durst nicht in der horizontalen stillen, sondern was du wirklich brauchst, du bist ein Geschöpf Gottes, du brauchst eine vertikale Beziehung. Du brauchst lebendiges Wasser. Du brauchst Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und wenn du das hast, wenn du mich kennenlernst, mein Wesen, meine Lieblichkeit, meine Güte, meine Gnade, meine Liebe, dann ist dein Herz voll. Dann musst du nicht mehr hingehen und irgendwie in der Erfüllung mit anderen Männern oder im Sex mit anderen Männern deine Erfüllung suchen. Ihr Lieben, das ist voller Güte und das ist voller Erkenntnis. Könnt ihr das sehen? Das ist, und ich bin ein Wurm, wenn ich sowas sage, das ist genial. Das ist göttlich. Wir, Andreas, wir sind so stumpf oft und denken nur an die Sünde auf der Oberfläche. Richtig?
aber wir sollen weise sein und wir sollen Vorbilder der Herde sein. Wir sollen unter die Oberfläche zur Wurzel schauen, zu ihrem Herzen. Und dieses Herz ist in allergrößter Seenot. In ihrem Herzen, ja, sie verlangt nach Leben, aber sie denkt, wahres Leben finde ich im Genuss in der Horizontalen. Bei ihr war es sehr augenscheinlich mit Sex mit anderen Männern. Aber ihr Lieben, Andreas und David, ihr habt Geschwister in eurer Gemeinde, die machen genau das Gleiche. Nur es sind hoffähige Sünden. Da sind Habsüchtige unter euch. Die denken wirklich, sie finden Genuss in dem Sammeln von Gütern. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Das sind die wohlfeilen Sünden unter uns Russlanddeutschen, sage ich jetzt mal. Oder? Ja, so riesige Häuser. Granittreppe, 5 Meter lang, wenn man reingeht. Ja, habe ich alles schon erlebt. Mit 2 Säulen, da fehlen nur noch die 2 Löwen, Gold überzogen. Dann denke ich, ich bin bei Salomo angekommen. Ja, oder bei Nebukadnezar. Ja, das sind hoffähige Sünden bei uns Russlanddeutschen, oder? Aber rede nicht jetzt über die falsche Verwendung vom Geld, dass sie sich diese Paläste bauen. Das ist nur an der Oberfläche. Du und wir müssen weise sein und müssen das Herz verstehen. Die denken wirklich, diese Brüder, die solche Entscheidungen treffen und sich verschulden für diese goldenen Löwen, ja, oder Marmorlöwen, ja, die denken wirklich, das wäre das wahre Leben. Die suhlen sich im Dreck und finden nicht das lebendige Wasser. Der Herr Jesus, der war voller Güte und voller Erkenntnis. Er sagt zu ihr Frau, ja, du hast Durst, aber weißt du, wo du deinen wahren Durst stillst? Nicht bei den Männern und auch nicht bei der Erfüllung deiner Träume mit einem Palast oder mit deinem Boot oder was weiß ich von was. Darf man ein Boot haben? Christen dürfen auch ein Boot haben. Ja, wenn sie es zur Ehre Gottes haben, dürfen sie auch ein Boot haben. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber darfst du auch ein Boot haben. Kann man alles zur Ehre Gottes einsetzen. Ja, ist kein Problem. Versteht die Weisheit, die wir hier vom Herrn Jesus lernen können. Er geht bis zum Herzen und sagt, ja, du hast Durst. Und den wahren Durst deines Herzens, den bekommt deine Seele an meiner Brust gestillt. Wenn du mich kennenlernst, wenn du den wahren Gott kennenlernst. Und die Frau, die hat die Botschaft verstanden. Er ermahnt sie dann auch noch, hey, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und weißt du, wie die Frau denn reagiert? Unsere Brüder haben auf dem Berg angebetet, das ist Gerizim, und eure Brüder haben in Jerusalem angebetet. Wo muss ich denn jetzt hin, um diesen wahren Gott zu finden? Die Frau hat es total verstanden. Wo muss ich denn hin, um dieses lebendige Wasser zu finden? Und der Herr Jesus sagt ihr, hey, ihr liegt falsch, ihr Samariter, ihr habt Götzen auf Gerizim angebetet, wir liegen richtig in Jerusalem, das ist der wahre Tempel, aber eins sage ich dir, die Stunde kommt und ist schon da, du musst weder nach Gerizim noch nach Jerusalem. Wenn du lebendiges Wasser für deine Seele finden möchtest, dann musst du nicht mehr nach Mekka oder Jerusalem pilgern. Weißt du, was du musst? Du darfst den Herrn Jesus im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da, wo du bist. Der Eugen schlägt morgens die Augen auf und du darfst dich wie ein kleines Kind freuen, dass du Objekt der Gnade des Herrn Jesus geworden bist. Dass Jesu Blut für dich geflossen ist. Dass er dich heute mit der gleichen Liebe liebt, als er sein Leben für dich am Kreuz von Golgatha gegeben hat. Du darfst dich jeden Morgen darüber freuen, ja, so rede ich manchmal in der Seelsorge. Viktor, du bist ja der von Martin gerade bearbeitet wird. Glaubst du, Viktor, dass der Vater den Sohn liebt? Selbstverständlich glaubst du das, oder? Dass der Vater den Sohn liebt. Wie groß ist die Liebe, die der Vater für den Sohn hat? Hast du keine Antwort drauf? Unermesslich. Glaubst du, Viktor, dass der Vater dich mit der gleichen Liebe liebt, wie er seinen Sohn liebt? Und jetzt kommst du ins Stocken innerlich. Liebt der Vater mich wirklich so, wie er seinen eigenen Sohn liebt? Weißt du, was der Martin dann macht? Der Martin ist voller Güte und ist voller Erkenntnis. Der nimmt dich mit zu Johannes 17, zum hohepriesterlichen Gebet, da redet der Herr Jesus mit seinem Vater und in diesem Gebet sagt er, Vers 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast,
wie du mich geliebt hast. Viktor, das sagt nicht ich, das sagt der Herr Jesus. Der Vater liebt dich mit der gleichen Liebe, wie er seinen eigenen Sohn geliebt hat und heute liebt. Und wenn du diese Liebe, Viktor, mehr fassen kannst, dann wird deine Seele ruhig und du gehst nicht mehr, dein Herz geht dann nicht mehr auf Wanderschaft, auf stille Wanderschaft und sucht seine Befriedigung irgendwo anders. Mein Haus, mein Auto, mein Boot oder meine Frauen. Ich kenne dich ja gar nicht. Wir haben uns noch nie gesehen. Wir haben heute mal ein Wort gewechselt. Aber wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Also du lädst mich mal zum Tee ein und ich dich auch. Mehrmals. Aber versteht, wie weise der Herr Jesus Seelsorge betreibt, wie er ermahnt diese Frau am Jakobsbrunnen. Und genauso und nichts weniger müssen auch Klaus und David und Andreas und ihr alle, müsst ihr lernen. Wir müssen voller Güte sein, nicht den Kopf waschen, die Füße waschen. Und das soll uns leicht fallen, weil wir sind selbst begnadigte Sünder. Aber nur Liebe haben reicht nicht aus. Du musst auch Erkenntnis haben. Und das ist wirklich Erkenntnis, wenn wir vom Ratgeber wunderbar lernen. Er hat mit dem Charakter Gottes, mit der Güte Gottes, hat er ermahnt. Titus 2, Vers 11, wir werden da nochmal drüber reden. Die Gnade Gottes ist erschienen und die Gnade nimmt mich in Zucht, die weltlichen Begierden zu verleugnen. Das ist biblisches Ermahnen, Andreas. So musst du zu dieser Schwester gehen. Das muss dein Ziel sein. Und musst dir sagen, ja, wir können mal kurz über die Männer reden und was du da alles gemacht hast. Aber das ist gar nicht meine größte Not. Weißt du, was meine größte Not ist? Dein Herz sucht nach Befriedigung, wo es gar keine Befriedigung gibt. Dein Herz ist in allergrößter Not. Du suchst im Dreck nach Befriedigung und das findest du dort nicht. Dein Herz kommt nur an der Brust Jesu wirklich zur Ruhe. Und wenn du den Herrn Jesus besser, was du gerade machst, offenbart mir deine Beziehung zum Herrn Jesus. Du hast eine Christusanämie. Könnt ihr das? Die Mediziner verstehen mich jetzt. Du hast einen Mangel an Christus. Wenn du wirklich voll von Christus wärst, dann würdest du nicht auf die Idee kommen, mit dem Ungläubigen zusammen dein Leben leben zu wollen oder mit anderen Männern ins Bett zu steigen und Unzucht zu treiben. Aber das ist Weisheit, das ist Ermahnen mit Weisheit, mit Erkenntnis. Und die beiden Sachen, die müsst ihr lernen. Ihr müsst voller Güte werden und ihr müsst voller Erkenntnis sein. Und dann seid ihr fähig, einander zu ermahnen. Ihr müsst nicht Simon und Genri, ich will euch nicht wegschicken, aber ihr müsst nicht ans EBDC gehen. Ist schon gut beim EBDC. Ich finde es auch gut. Ja, da kann man, das ist wie ein Katapult. Ja, das ist wie Trinken aus dem Hydranten. Da kriegst du volle Packung die ganze Zeit. Aber das Herz muss hinterherkommen und ihr müsst auch wachsen. Und ihr müsst das in Liebe und in Erkenntnis in eurer eigenen Gemeinde anwenden. Zur Ehre Gottes. Amen. Amen. Das war nicht so besonders sortiert, es tut mir leid, aber das war das, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat zum Thema einander ermahnen. Lass uns aufstehen, Gebetsgemeinschaft halten, den Herrn danken, aber auch bitten, dass er uns hilft, so zu werden wie er im Umgang miteinander zu seiner Ehre.